Für Ben, Eddie, Nina und Melissa sollte es die Nacht der Nächte werden. Doch im Schein des Lagerfeuers entfachten sie einen schmalen Grat zwischen Albtraum und Realität. Jeder mit einer makaberen Geschichte. Geschichten sollten besser nie erzählt werden. Herzlich willkommen zu einer Spätausgabe. Also für uns ist spät. Ne? Ihr habt ja die Möglichkeit hier bei YouTube, könnt ihr gucken, wann ihr wollt. Ja. Zu Filmfressen mit Peter und Mann. Prost. Prost. Wir besprechen heute für euch einen Film, einen Anthologiefilm aus dem Amateurbereich. Nee, das sagt man nicht mehr, man sagt Independent. Genau, weil das klingt so ein bisschen besser. Professioneller. Ja. Amateur klingt immer so, als wenn Leute kein Geld hätten und nicht wissen, was sie tun würden. Ist doch genau das, was es ist, oder? Ja, aber Independent klingt geiler. Wir dürfen natürlich noch erwähnen, es handelt sich um einen deutschen. Genau, der Pascal hat uns dieses Tape, dieses wunderschöne Mediabook, dieses Tape hier zugeschickt, eine DVD mit diesem Film, der heißt Creepy Campfire Stories. Anthologiefilm. Anthologiefilm, da sind 3 Episoden drauf, umfasst von einer Rahmenhandlung, das magst du immer gerne, wenn ja. Diese Anthologiefilme, ne? Oder? Ja, ich mag das sehr gerne und tatsächlich finde ich das hier auch ganz gut gelungen. Uns wurde ja neulich nachgesagt, dass wir nicht so gut mit dem deutschen Amateur-Horror Independent-Kino nicht so gut ins Gericht gehen. Ja. Scheiß drauf. Die Sache ist, 76 Minuten ja. läuft der Film. Das ist eine knackige, gute Laufzeit. Ja. Ja. Ne? Und zieht sich auch nicht. Ja. Es gibt mehr als 100 Minuten. Also hier steht über. Mhm. Über ist eine Ortsangabe. Aber wir übersetzen das natürlich gerne und sagen, mehr als 100 Minuten Bonusmaterial. Davon haben wir uns keine Sekunde angeguckt. Noch nicht. Ja. Das Cover ist eigentlich ganz cool. Ja. Cool gezeichnet. Also trifft auch alle Figuren ganz gut. Genau, so comic-mäßig gemacht. Und die Tagline, das muss ich noch sagen. Manche Geschichten sollten besser nie erzählt werden. Wenn man das sieht und halt gebeten wird, so von wegen, ey, mach mal ein Review dazu, bietet sich halt an zu sagen, von wegen, okay, die Geschichten hätten wirklich besser nicht erzählt werden sollen. Finde ich hier tatsächlich nicht so. Also, okay. Ne? Weil wenn wir mal das vergleichen, jetzt zum Beispiel mit Teil der Skorpione. Teil der Wölfe, meinst du? Genau, den wir letztens besprochen haben. Der hat viel, viel mehr Budget gehabt, viel hat sich mehr. Aber so gezogen, lief im Kino und war halt irgendwie einfach nicht bemüht genug. Ja. Hier ist es so, dass sich ein paar Leute zusammengefunden haben, die offensichtlich Spaß an der Freude hatten und wirklich leidenschaftlich ein paar Filme gedreht haben. Hier müssen wir ein bisschen, ne, was Beleuchtung angeht, was Darsteller angeht, da muss man ein bisschen zu Abschnitte machen. Genau. Erste Episode. Peter, worum geht's? Von wem ist die? Was passiert da? Brain Scan 3000. Erinnert jetzt ja erstmal an Brain Scan vom Titel her. Ja, wer kennt ihn nicht? Regie hat geführt Alex Lotz. Es geht um einen Computerfreak, der hat jüngst seine Schwester verloren durch einen tödlichen Unfall und arbeitet an einem Programm. Das Brain Scan 3000. Genau, womit er sozusagen Kontakt zu seiner Schwester herstellen möchte, zu seiner toten Schwester herstellen möchte. Aber er ist nicht ganz so doof und denkt sich ja, ich bin doch nicht bescheuert und probiere das an mir selbst aus. Sondern sucht sich einen Probanden und den findet er halt auch übers Internet. Und ja, der muss halt überzeugt werden. Ja, das geschieht dann so ein bisschen plump. Und auf jeden Fall schließt er halt diesen Probanden dann, also sein Programm da in dieses Gehirn an.
Und dann geht's los. Da haben wir so eine Mischung aus Terminator und Brainscan. Und Brainscan wahrscheinlich. Ja. Das hat mich wirklich überzeugt. Ich fand die sehr, sehr cool, die erste Folge. Die Idee war sehr cool auf jeden Fall. Ja. Die ist auch so straight erzählt, schnell. Geradlinig. Genau, gutes Tempo. Nicht so viel erklärt, ganz nett mit den Einblendungen, die CGI-Effekte waren auch echt sehr passabel, gut. Auf jeden Fall. Ja. Bis auf die Gehirnmasse, sag ich mal, die sah etwas sehr... Aber das ist okay. Das, auf jeden Fall. Das ist in Ordnung, das geht schon irgendwie klar. Also eine gute, kurze, gute Einstieg. Ja, das ist ein guter Einstieg in diese Anthologie. Dann hatten wir Psi, PSI. Regie hat hier Daniel Konze geführt. Ja, kenne ich nicht. Das schildert von einem jungen Paar, das gerade in eine Wohnung eingezogen ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, worum es geht in dieser Folge, weil ich fand das alles total konfus. Ja, auf jeden Fall. Man hat schnell den Faden verloren. Aber es ging im Prinzip darum... Ja, die ziehen da ein und dann gibt es irgendwelche Kräfte. Ja, es gibt vor allem erstmal Geräusche. Und dem wird halt auf den Grund gegangen. Und vor allem das Mädel scheint dann mit einer unsichtbaren Macht, sag ich mal, konfrontiert zu werden. Und da haben wir tatsächlich auch das coolste Acting, nämlich einen wunderbaren Schrei der Dame. Ja. Ja, ansonsten kann ich zu der Folge tatsächlich auch nichts mehr sagen. Die war etwas. Irgendwas mit Dämonen, die da sind und die Dame erstmal irgendwie einnehmen. Ich weiß es nicht. Also, das wird halt nicht ausformuliert. Nee, da fehlt mir ein bisschen das Fleisch. Also, da hätte man ruhig mal ein bisschen, da hätte man schon mal ein, zwei Sätze noch sagen können. Oder vielleicht noch ein bisschen mehr zeigen können. Ja. Der Arbeit vor allem auch mit dem, was Horrorfilme heutzutage machen, sehr viel Türen zuknallen und solche Geschichten. Das ist auch gut gemacht, aber nicht gut eingefangen. Das hätte man viel cooler machen können. Ja. Das hätte geiler aussehen können. Ja. Ich weiß, ey, wirklich jammer noch vom Niveau so, ne? Es ist ein Independent-Film. Guck mal, wir haben auch schon mal versucht, einen Film zu drehen. Wir wissen genau, wie schwierig das ist und wie scheiße das aussehen kann. Das geht schon klar, ne? Das wissen wir. Wir haben die Parameter jetzt darauf eingestellt. Hätte man trotzdem auf jeden Fall mehr machen können. Ja, lustig war auf jeden Fall das Ein-Personen-Bett, in dem die beiden versucht haben zu pennen. Ja. Auf jeden Fall. Das war für eine, also ich als eine Person, ich bin ja schon anderthalb Personen. Ja, hättest du schon kaum Platz gefunden, ne? Oh, du willst. Mit dem Regal noch da an der Seite. Also nee, das ist immer ganz lustig, hat man irgendwie dann so die Wohnung oder das Haus von Oma und Opa zum Drehen nehmen dürfen, ne? So während die unten noch sind und stricken und der Opa guckt noch Formel 1. Das sind die Enkel oben, so, wir drehen hier einen Film. Ja, seid mal ruhig. Ja, finde ich immer ganz cool. Mit der schönen Persil-Werbung in der Küche. Ja, geil, ja. Es hat Charme. Ja. Also ich habe mich jetzt nicht geschämt, aber es hat Charme. Schäm dich. Als letzten Beitrag hatten wir dann den Beitrag von Pascal. Ja, also er hatte anscheinend nicht ganz uneigennützig uns diese DVD geschickt. Er spielt damit. Ja. Hat auch produziert. Generell das ganze Ding haben auch produziert unter anderem Kurt Meinecke und Nando Rohner. Die Cops. Die Movie Cops. Schöne Grüße. Die Movie Corps. Genau. Immer sehr nett, Leute Namen zu lesen, ja, die man kennt. Ja, ja, die letzte Episode. Die hat auf jeden Fall Potenzial gehabt. DM-Fucking-A heißt die Episode. Demonic Model Agency. Sag schon alles. Genau. Hier spielt Vanessa die Hauptrolle. Ein kleines, nettes, junges Mädel, das davon träumt, eine große Model-Karriere zu starten. Auf jeden Fall wird sie dann von einem ominösen Alistair Snoon. Ja, da müsste ich noch kurz was sagen. Ne? Ich weiß, deshalb habe ich auch eine Pause eingelegt. Ich weiß. Man alle... Ob ihr euch Independent- oder Amateurfilmer nennt, ne, ist mir scheißegal. An alle. Bitte tut uns allen Gefallen. Benutzt nicht so Namen wie Jason, Michael, Freddy und auch dieses Alistair. Ne? Wir wissen, dass das an hier Alistair, Crowley, wie heißt er nochmal, weiß ich nicht. Und dass Jason immer auf Jason Voorhees angespielt wird und so. Ne? Haben wir auch hier nochmal drin, Jason irgendwo. Lass das einfach. Das macht's halt viel trashiger. Also das macht's einfach... Das kann ich weniger ernst nehmen. Das macht mich traurig. Ja, und Vanessa? Das macht mich weinen. Vanessa ist mir scheißegal. Auf jeden Fall wird sie halt von Alistair Snoon zu einem Fotoshooting eingeladen und das läuft natürlich dann so, wie sie sich vorstellt. In der Folge spielt Pascal ihren Vater und ich muss tatsächlich gestehen, ohne jetzt
sag ich mal, Werbung für ihn machen zu wollen, weil er uns ja auch den Film zur Verfügung gestellt hat, fand ich, abgesehen davon, dass es die coolste Rolle war, hat er die auch am besten tatsächlich gespielt, fand ich. Auch wenn er, also ich glaube, in echt, glaube ich, 5 bis maximal 10 Jahre älter ist als seine Tochter in der Episode. Also, ja, aber er wird ja auf älter getrimmt mit Brille. Nee, hat der Pascal gut gemacht. Also. Auf jeden Fall, weil es auch die lustigste Rolle war. Ansonsten war die Folge auch etwas würgingen, beziehungsweise der Schnitt war so die Krux. Der hat das, was er hätte erzählen sollen, weiter ausformulieren sollen. Ja, zu schnell abgehandelt, durchgegangen. Da hätte man ruhig nochmal 1-2 Sätze verlieren können. Das Ende hat mich nicht schockiert. Die Pointe war nicht erschreckend. Die hätte erschreckender sein können. Ja, also die Episode fängt gut an, die hat eine geile Idee. Und am Ende hätte man, also das Ende ist auch an sich cool. Also, ne, dass sie die Fotos, die sie macht, die sie dann rausbekommen, das ist auch alles cool und dass sie damit wegläuft. Aber das, was man uns am Ende dann noch so nachschieben möchte, da denkst du so, okay, warum? Wo ist der Mehrwert? Das ist jetzt nicht geil. Okay, ich fand, also mein Problem war mit der Auflösung, in Anführungsstrichen, dass es für mich nicht ganz klar war, was er damit sagen wollte. Ja, genau, es hat keinen Impact. Also es berührt einen nicht so. Ja. Man denkt so, okay, man hat nicht viel Berührungspunkte mit der Figur. Warum soll ich das jetzt am Ende scheren? Also wie sie jetzt an die Fotos gekommen ist und ob das irgendwie jetzt übernatürlich war oder nicht, ist eigentlich auch scheißegal. Und kann ihr auch egal sein, weil sie musste jetzt dafür nicht viel geben. Also zumindest ist das nicht, was wir am Ende haben. Ja, im Endeffekt hat sie nichts gegeben, ist wurde ihr alles genommen. Ja, mehr oder weniger. Ich weiß nicht. Am Ende haben wir dann noch so, ganz am Ende, nach dieser dritten Episode, haben wir noch eine Conclusion der Rahmenhandlung, genau. Ich fand die cool. Das war so gut, ne? Ja. War mir auch zu abgehakt. Ja, okay. Da hab ich auch gedacht so, okay. Aber es wurde halt nicht angeteasert, sag ich mal. Also das kam halt so plötzlich, überraschend, hast jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, aber ich fand es ansonsten trotzdem eine nette Idee, weil das am Schluss dann auch nochmal unter den Figuren, sag ich mal, ein bisschen ausgearbeitet wurde, dass das dann sozusagen so eine Auflösung findet. Ich fand, es war eine vernünftige Rahmenhandlung. Es war der zweite Beitrag, ne, Psi, das war ein etwas schwächelnder Beitrag. Die anderen beiden Beiträge waren ganz solide. Potenzial nicht komplett ausgeschöpft, aber was die Voraussetzungen, sag ich mal, angeht, was Budget angeht, war das schon. Ich finde auch, also jetzt, wenn wir die Parameter, die wir sonst haben, ne, jetzt auch einstellen auf Independent-Horror oder Independent-Film mit wenig Budget, sage ich auch, erste Folge ist sehr gut. Mhm. Zweite war mir zu konfus, zu verwirrend, irritierend. Irritierend ist nicht schlecht, aber das hat mir nicht so gepasst, gefallen. Nicht so gut. Die dritte dann wieder gut. Ja. Und insgesamt ist es halt ein guter Eindruck. Dass ich sage, doch, das sind 76 Minuten, in denen ich mich kaum gelangweilt habe. Eigentlich gar nicht. Ja, vor allem auch häufiger mal gelacht. Gelacht und aber tatsächlich, so bei Tales Skorpion habe ich das betont, ne, dass wir über den Film gelacht haben, nicht mit dem Film. Wir haben mehr mit dem Film gelacht. Genau, hier ist es ist hier charmanter. Ja. Also Creepy Campfire Stories ist 100.000-mal charmanter als so ein Teil der Skorpione, der auch viel besser hätte sein können. Ja, müssen sogar. Ja, ne, für das, was er halt hatte an Möglichkeiten oder hat an Möglichkeiten. Und hier merkt man, da sind Leute mit Herzblut rangegangen, die das auch ernst nehmen, aber ihre Sachen, ihre Figuren nicht immer alles komplett ernst nehmen, so wie die Rahmenhandlung. Das ist so. Kann man das machen. Obwohl es nur Laiendarsteller waren, hat mich tatsächlich die eine oder andere meistens nicht so überzeugt. Also jetzt nicht im Rahmen von Oscar Würdig oder. Ne? Klar, wir haben andere. Ja. Nee, das fand ich. Bin erfreut, dass Pascal uns den zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank nochmal.
Genau, 76 Minuten hatten wir Spaß auf jeden Fall. Ja, also das ist auch, das muss man sagen, Pascal hat das im Zuge uns geschickt, nachdem er unser Teil des Skorpione Review gesehen hat. Genau, das heißt, das ist ein ehrliches Review gewesen. Ich schicke dir mal, hast du Bock auf den? Ja. Ich schicke euch den, guckt euch den mal an, wenn ihr Bock habt, macht ein Review. Ja. Und das haben wir halt gemacht. Ja, und ihr hättet tatsächlich sogar Angst haben können, dass wir den auch zerreißen. Ja, wir haben jetzt nicht so die riesen Reichweite. Vielleicht ja, ist das... Angst ist jetzt übertrieben, ne? Aber ja. Nee, tatsächlich, das ist purer Ernst. Wie gesagt, die zweite, das gefällt mir wirklich nicht so. Aber ist wirklich für, ne, wenn man Bock hat auf Low-Budget-Kino oder Low-Budget-Filme, dann ist das ein netter Zeitvertreib, definitiv. Ja, ja. Rest in Peace, sag ich dann. Rest in Pieces. Pieces. Peter. That being said, your Peter Tinger tells me to drink more cider. Cheers. Cheers. Wir sind die Filmfressen, das ist der Peter. Das ist der Manu. Prost, bis zum nächsten Mal. Pierre.